herzliches Willkommen zurück zu einem weiteren Teil von Call of Cthulhu mit mir in der Vorgangshalle. Ich weiß, das kennt ihr schon. Ja, ich hatte ja dann hier drüben mit der, in dem Raum, wo der Dings rumläuft, habe ich ja abgebrochen mit der Aufnahme. Und da gab es ja noch kein Spiel, wurde gespeichert. Das heißt, ich fing wieder in dem verbrannten Saloon an. Bin hier ganz normal rübergelaufen, habe alles angeguckt wie vorher auch. Also wie alles so wie es war, auch hier die Bandagen und sowas. Und ja, jetzt stehe ich hier in dem Raum und wir haben unten links kein grünes Fragezeichen mehr aufblinken. Auch wenn ich hier hingehe, wo wir das die Brechstange gefunden haben, ist nichts mehr. Keine Ahnung. Und wenn ich jetzt hier hingehe... Inventar, habe ich auch keine Brechstange mehr. Ich habe keine Ahnung, wo die jetzt hin ist. Die ist irgendwie weg. Sind die Sachen random versteckt? Jedes Mal, wenn man, sag ich jetzt mal, nicht gespeichert hat und dann wieder etwas weiter von hinten anfangen muss, sind die Sachen dann neu versteckt? Sind die dann nicht mehr an derselben Stelle? Das verunsichert mich jetzt so ein bisschen, dass hier die Brechstange nicht mehr ist. Ein bisschen ärgert's mich, weil das ja nicht gespeichert hat. Aber irgendwie... An original edition of Mary Shelley's Frankenstein. Ja, das... 1818. Das kennen wir schon. Hier haben wir jetzt auch kein Fragezeichen. Ich verstehe das nicht. Moby Dick, Melville's classic. The epic battle between man and whale. Hinten war, glaube ich, nichts. Mandatory reading for any whaler, I guess. Das kennen wir ja jetzt schon alles. Ich gucke jetzt trotzdem noch mal schnell hier alles mal durch. This piano is in disrepair. Völlig kaputt, ja, das wissen wir schon. Looks like the Hawkins kept it more for decoration than for music. Hier scheint wohl nichts zu sein. This place was falling apart long before the fire. A book on the first inhabitants of the island. It seems that. So, hier haben wir nochmal so ein Anatomiebuch oder sowas. Got here around the 14th century. Genau, jetzt haben wir das wieder auf 16. Jetzt ist alles wieder beim Alten, bis halt eben auf die Brechstange. Und das verstehe ich jetzt nicht, warum die mir so gesehen nicht mehr angezeigt wird. Ich habe ja bei den Sachen erhöhen nichts anders gemacht. Das ist alles so, wie es war. Aber wenn ich hier in den Raum gehe, das Fragezeichen ist weg. Ich habe hier so gesehen kein Rätsel mehr zu finden. Aber ich habe es auch selber nicht mehr. Keine Ahnung. Ich bin schon so ein bisschen sprachlos gerade. Ich kann es nicht nachvollziehen, nicht verstehen. Na gut, wir reden jetzt mal mit dem. Wir machen jetzt mal da weit, wo wir aufgehört hatten. What do you know about Charles Hawkins' activities? Well, not much, to be honest. We all assumed the Hawkins lived on Charles's inheritance. If you're right, we should be able to find clues among the Hawkins' personal effects. Did you hear that? Ich hab nichts gehört. What do you know about Charles Hawkins' activities? Wieder dasselbe. Well, not much, to be honest. We all assumed the Hawkins lived on Charles's inheritance. Ist jetzt vielleicht die Brechstange wieder da? Nee, immer noch kein Fragezeichen. Ich verstehe das nicht. Das wurmt mich jetzt schon wieder etwas. Gut, also hier unten ist auf jeden Fall nichts mehr. Wir hauen jetzt mal hier hoch ab. Hier haben wir noch ein Buch. Darkwater History. This place was settled back in 1692. By two families that seceded from the New England colonies.
Hier sind auf jeden Fall echt viele Bücher. Was haben wir denn da? A book on hunting whales. The island's staple diet last century. Okay, Totenschädel. One of Sarah Hawkins' paintings. Her style sure is recognizable. Okay. "20,000 Leagues Under the Sea." Another story about the mysteries of the deep. Kennt man natürlich. Da können wir nicht rein. Was haben wir hier auf der anderen Seite? Ein Licht, ein Lämpchen. Okay. Tut sich nichts. Aber es selbst scheint hier wohl auch nichts zu sein. Außer halt diese Lampe, die ich an- und ausmachen kann. Wo ich allerdings nicht weiß, was das soll. So, jetzt muss ich aber gerade mal meine Freunde antworten. Es tut mir leid. Okay. Weiter geht's. Also hier gehen wir jetzt mal hier rein. Ich hoffe, wir brauchen die Brechstange nicht für irgendetwas. Was wir ja jetzt nicht mehr hinbekommen, weil wir die Brechstange nicht mehr finden können. Eine Teetasse. What could Sarah have done to make this person threaten to call the police? Ein Beschwerdebrief. Sehr geehrter Herr, Sie wissen, wie Sie wissen, habe ich Ihnen und Ihrer Familie immer viel Respekt entgegengebracht. Leider kann ich aber meine Augen nicht länger vor dem Verhalten Ihrer Frau verschließen. Letzte Woche versetzte sie meine Kundschaft erneut in Schrecken. Mir ist bewusst, dass sie keine bösen Absichten hegt, aber sie sollten sie in die Obhut von Dr. Fuller geben. Er allein könnte sie zur Besinnung bringen. Sollten sich diese Störungen wiederholen, sehe ich mich gezwungen, die Polizei hinzuzuziehen. Hochachtungsvoll, Anton Wellard. Wer ist das denn? Wer ist Anton Wellard? Und außerdem haben wir hier unten noch so zwei weitere Absätze, die wir noch gar nicht kennen. Anwesende Hawkins in teilweise ausgebrannten Saloon ist zu erkennen, dass das Feuer vielleicht ein paar Hinweise zurückgelassen hat, die der örtlichen Polizei entgangen sind. Selbst Officer Bradley musste zugeben, dass dieser Raum eine andere Geschichte erzählt als der Polizeibericht. Das Blut auf den Splittern der Lampe, der Handabdruck auf der Tür, den jemand auf der Flucht vor dem Feuer hinterlassen haben muss. Das ist ein Tatort. Ich muss die Villa auf weitere Hinweise nach Leben oder Tod der Familie Hawkins untersuchen. So, das kannten wir nämlich noch nicht. Hinweise. Damals ein Drohbrief, aber das ist nur das, was wir ja jetzt schon gelesen hatten. Und das war's. So, hier auf der anderen Seite waren wir auch schon. Sollen wir sich schon unwohl fühlen?
So ein bisschen wirkt es. Vor allem, weil die Gänge dunkler werden. Wenn es etwas Schlimmes gibt in Horrorspielen, dann ist es ewige Dunkelheit, wo man kaum etwas sieht, wo man nicht weiß, was einen erwartet. Locked. Verschlossen. Leere Gemälde? Oder sind die verkehrte? Also, oder sind die nur umgedreht worden? Ach ja, hier haben wir jetzt wieder ein Rätsel. Wenn jetzt hier oben die Brechstange ist, dann wundere ich mich echt. Ne, hier ist keine Brechstange, aber ein Schlüssel. Der Schlüssel zum Büro von Sarah Hawkins war versteckt. Naja, so versteckt war der jetzt auch nicht. Haben wir ja direkt geschwunden. Geschwunden? Also, jetzt müsste man nur wissen, wo es zu ihrem Büro geht. Aber etwas oder irgendjemand ist wohl auch da hochgegangen. Ich nehme an, das Büro ist dort oben. Oh, hier geht es sogar rein. What will her room reveal about her? Dunkelheit. Das kann das Zimmer verraten. Da ist noch eine Tür. Ach, das ist das, was abgeschlossen ist, oder was? Ist das ihr Büro? Alter, es ist dunkel. Barbiturates. Sarah Hawkins must have been extremely agitated, resorting to such a treatment. Sie beruhigen die Nerven. Fängt man einmal damit an, kann man nicht mehr ohne sie leben. Kommt mir sehr bekannt vor. Barbiturate. Keine Ahnung, was das ist. Kenne ich nicht. Wahrscheinlich irgend so ein Psychopharmaka. Bett ist nichts. Mach das Ding wieder an. Wurde wohl zu heiß. Okay, so ein bisschen ungemütlich fühle ich mich jetzt mittlerweile schon. Ganz ehrlich. Das kann ich aufbrechen. Okay. This padlock is too complicated for me. Zu kompliziert. Okay, da muss ich erst noch was erhöhen, damit ich das vielleicht kann. Shit. Okay, die Tür fehlt uns auch noch. Spielzimmer. Spielzimmer sind ganz ehrlich unheimlich. Gerade in Horrorspielen. Boys' room. Rekonstruieren. Hey, gibt's was zum Rekonstruieren? Okay. Er mochte wohl den Zauberer von Oz. Hat er sich eine kleine Höhle gebaut? Okay, ich kann wohl weiterhin nichts untersuchen. Ich muss erstmal so machen. Ja, so sieht es schon mal viel schöner aus hier. Okay, das Kind hatte wohl Albträume. Ziemlich heftig, wie es aussieht. Das soll ich wohl untersuchen? A child's fort. From what threat was Simon protecting his world? Vor den Gefahren würde ich sagen. Achso, jetzt kann ich das da und dann zum Schluss das da wahrscheinlich. Gucken wir uns hier trotzdem nochmal um, aber nee, hier gibt es wohl nichts.
Aber ganz ehrlich, die Zettelchen hingen doch eben gerade noch gar nicht. Tom Sawyer. Mark Twain. Sarah must have read it to him before bed. Ist das eine Horrorgeschichte? An sich klingt es ja schön. Aber auch nur, wenn man es nicht versteht. Hat schon Vorteile, wenn man kein Englisch kann. Sleeping pills. Strong for an 11-year-old boy. What was wrong with this family? Okay. Er sollte wohl von seinen Albträumen nicht aufwachen. Eventuell. What nightmarish vision could have inspired them? Simon's troubles went beyond family problems. That kid saw something. Something terrified him. Vielleicht ist es auch seine Mutter. Neuer Hinweis gemerkt, Kinderzimmer. Junge, Junge, haben wir hier noch was Neues? Ja, das Zimmer des Jungen bestärkt die Atmosphäre der Angst und Gewalt, die von den anderen Räumen ausgeht. Die Familie scheint ein abgelegenes Leben geführt zu haben, abgeschnitten von den anderen Inselbewohnern. Okay. Ja, das haben wir ja schon alles gelesen. Ein einsames Buch und auf dem Boden verstreutes Spielzeug im Zimmer des Jungen vermitteln das Bild alltäglichen Lebens einer normalen Familie. Die verstörenden Zeichnungen und die Schlaftabletten aber wecken den Verdacht, dass auch Simon Hawkins an einer Geisteskrankheit litt. Konnte der Junge Dinge sehen, so wie seine Mutter es auch von sich behauptete? Okay. Genau. Woher hat er jetzt die Zeichnungen gesehen? Ich meine, er ist ja kein Zeitreisender hier, unser Detektiv. Und wir hatten ja eigentlich nur dann die Dings hier nachgucken wollen und plötzlich hangen hier die ganzen Zettel mit diesen Viechern. Dabei weiß er doch gar nicht, ob die da wirklich hängen. Unfassbar. Ich glaube, wir sind hier drin fertig, oder? Da müssen wir hoch. Ach, hierfür war der Schlüssel. Mhm. Okay. Wollen wir hier weiter rein? Ich hatte mir eigentlich gedacht, komm, statten wir den Polizisten erstmal einen Besuch ab. The door is blocked on the other side. Und berichten mal ein bisschen. Erstatten ein bisschen Bericht, was wir so bis jetzt gefunden haben. Despite what happened, they seem to have loved each other. Charles Hawkins schrieb seiner Frau ein paar nette Worte. Süßholzgeraspel. Okay. This ledger lists all of the paintings Sarah Hawkins sold. Gemälde für Kunden in Boston. $230 wahrscheinlich. 170, 200, 230. Geschenk. Der Schlurfer für FS. Okay.
It seems the last one was given for free to a Francis Sanders. I wonder why. Kennen wir den, ne? Um ihre Gemälde zu malen, musste sie wohl irgendein Ritual starten, bevor sie Eingebungen wahrscheinlich für diese Bilder hatte. Ich weiß es nicht. Sarah Hawkins' agent was getting worried. Seems she wasn't giving any signs of life. Meine liebe Sarah, seit du dich auf diese verlassene Insel zurückgezogen hast, hat deine Kunst mehr und mehr Sammler begeistert. Ich bitte dich, mir ein paar neue Bilder zu schicken, die letzten so düster und seltsam, aber auf einzigartige Weise bewegend und anrührend, wurden zu Höchstpreisen verkauft. Dein Anteil der letzten Verkäufe liegt bei. Vergiss nicht deinen Freund, der dein Genie zuerst erkannt hat und der Welt gezeigt hat. In Hochachtung, Maximilian L. Was Sarah Hawkins interested in the occult? What was she trying to achieve? Spiel gespeichert. Yay! Ritualkreis. Ist die Kreatur noch nicht in unserer Dimension verankert, könnte ein Austreibungsritual funktionieren. Dafür muss die ausführende Person sicherstellen, dass sie das Symbol der Alten in die Glyphen des Ritualkreises integriert. Es ist aber Vorsicht geboten. Die Schaffung solcher Kreise... Tut mir echt leid. Wird nicht immer ausreichend zuverlässig beschrieben. Auszug aus dem Malius Bestarium von Abigail G. Okay. Es wird gespeichert, das ist doch schon mal gut. Das heißt, dann machen wir hier jetzt schon mal Pause. Wir sind bei 22 Minuten, das ist genau richtig. Und ja, es wurmt mich zwar immer noch, dass die Brechstange nicht mehr da ist, wo sie war und wir sie auch nicht mehr besitzen. Das ärgert mich so ein bisschen. Ich kann es nicht nachvollziehen und nicht verstehen. Vielleicht finden wir die irgendwann an einer anderen Stelle, aber das wäre echt eigenartig. Dann wäre das so ein leichtes Random-Spiel. Das weiß nicht. Könnte natürlich auch interessant sein für euch, die hier zugucken und dann selber das Spiel spielen wollen. Für die ist es dann wieder ganz anders als hier der Ablauf vielleicht. Zumindest vom Finden von Dingen. Ja gut, okay, wir werden sehen. Also das Spiel wird jetzt langsam doch unheimlich. Also langsam fühle ich mich ein bisschen ungemütlich. Aber ja gut, das macht das Spiel halt eben aus. Ich hoffe, ihr seid noch mit dabei, wenn es dann weitergeht. Und lasst auch gerne einen Daumen oben da und ein Abonnieren, falls ihr mich noch nicht abonniert habt. Und ja, dann sehen wir uns hoffentlich beim nächsten Teil wieder. Oder auch bei anderen Let's Plays von mir. Das war auf jeden Fall Call of Cthulhu mit mir von Lyra Gameplays als Hobby. Und ja, bleibt standhaft. Auf Wiedersehen. Tschüss.